Davor können wir den Digital Miner nicht nochmal umstellen, weil der einfach zu weit weg sein wird. Da wird es mit den Kabeln langsam ein bisschen albern, da brauchen wir einfach einen Tesseract für. Das ist sonst ein viel zu aufwendiges Unterfangen, das immer irgendwie zu verkabeln. So, hier bekommen wir noch schön Import-Buses raus und ein paar sehr traurige Item-Ducts, weil die sind jetzt nicht mehr glücklich. Nee, definitiv nicht. So, Sulfur, das kann weg, Item-Duct, Ghastly Souls, die Torches können weg. Und das kommt auch alles weg. Ja, gut. Dann holen wir uns nochmal ein bisschen Marble und werden hier nochmal ein bisschen ausbessern, ne? Ausbesserungsarbeiten. Das kommt zu und dann vor allem noch hier unten. Ich weiß gar nicht, warum ich das übersehen habe. Kann ich nicht so recht sagen. Es sind ja nur 3 verdammte Blöcke. Oder 2 sogar nur gewesen? Ich weiß nicht. Jedenfalls nicht viel. Ich weiß nicht, warum ich das übersehen habe. So, jetzt gucken wir doch einfach mal hier rauf. Wir haben einen Rock Crusher gebaut. So. Bauxite haben wir praktisch abgeschlossen, weil das in den Rock Crusher reingeht. Da werden wir aber nochmal definieren. Wir werden den Rock Crusher ins System integrieren, weil Bauxite nirgendwo anders hin kann. Wir haben aber gar kein Bauxite mehr. Ja gut, so schnell kann es gehen. Wir haben kein Bauxite mehr, deshalb können wir es nicht mehr definieren. Schade, schade eigentlich. Na schön. So, das funktioniert jedenfalls alles wunderbar. Wir haben tatsächlich kein Bauxite mehr, ja? Nee, haben wir nicht mehr. Na schön, dann können wir es auch nicht definieren. Gut, Bauxite sage ich aber mal, machen wir mal so, weil es im Prinzip noch nicht definiert ist. Wir haben ein Creeper Seed, wir haben Glowstone Illuminator, da schließe ich jetzt einfach mal ab. So, schließe ich jetzt einfach mal offiziell ab. Wir müssen unbedingt eine Enrichment Chamber bauen, das ist ganz wichtig. Und die müssen wir auch in das System einfügen. So, ein Enrichment Chamber. Okay, dann brauchen wir noch 2 Control Circuits. 1, 2. Und ein Steel Casing. Alles gar kein Problem. Da ist unsere Enrichment Chamber. Und dann will ich noch Speed Upgrades haben. Und zwar so ungefähr, keine Ahnung, 10 oder so. Also da will ich schon ziemlich viele von haben. Was fehlt denn da jetzt? Ah, Osmium Dust, natürlich. Okay. Osmium machen wir jetzt mal 10. So. Ich weiß nicht, warum jetzt unbedingt 10, aber ich möchte jetzt 10 Speed-Upgrades haben. Ich möchte, dass diese Maschine sehr schnell läuft. Weil die wird ja Redstone herstellen und Lapis und das glaube ich 12 Stück pro Ohr. Und das ist extrem viel und ich möchte, dass das sehr schnell arbeitet. Obwohl, das ist eigentlich nicht wirklich ein logischer Zusammenhang. Wenn es mit einem einzigen Mal so extrem viel herstellt, dann könnte ich es auch ganz langsam arbeiten lassen. Aber gut, lassen wir das jetzt. Ist ein bisschen egal. Und ich sehe gerade, Forestry hat auch noch teilweise solche hässlichen Umrandungen. Forestry und Plugins for Forestry muss ich mir jetzt sagen, dass ich das im Video bemerke, dass ich da nochmal neue Texturen einfüge, weil da sehen wir immer noch so einen weißen Rand unter diesem Barrel. Das ist nicht schön. So. Zack, Speed Upgrades. Ja, wieso macht er denn nur 8? Oh, okay. Hä? Ach so, ich weiß, warum er nur 8 gemacht hat. Okay, weil sie sich nicht stapeln. Die stapeln sich nur zu 8. Okay, ist ja egal. Ich weiß aber, warum er das gemacht hat, weil wir von diesen Enriched Alloys keine mehr hatten. Und wenn man mit Shift-Linksklick etwas baut, dann baut er nur so viel, bis man von allem zumindest noch 1 übrig hat. Und für das Letzte, so dass er alles aufbaut, was man hat, braucht er noch eine extra Bestätigung. Das war bestimmt nicht verständlich, aber so und nicht anders ist es. So, Speed-Upgrades. Kommt jetzt da erstmal rein. Der hat Strom, wovon denn? Wovon hat denn der Strom, bitte? So, vielleicht kann man ja auch nur 8 Upgrades in eine Maschine reingeben, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, aus irgendeinem Grund stapeln die sich nicht mehr als 8 übereinander. Ja, man kann tatsächlich nur 8 in eine Maschine reingeben, dann kommt die andere hier noch rein. So. Gut. Da brauchen wir jetzt aber einen Precision Export Bus und hoppala, ich muss erstmal wieder Not Enough Items anmachen. So, Precision Export Bus brauchen wir hier. Export Bus. So, da brauchen wir natürlich noch ein ME Basic.
Export Bus, aber ich glaube, das hatten wir. Nee, das hatten wir auch nicht. Mann, ich dachte, davon hätte ich ein paar auf Vorrat gemacht. Conversion Matrix und ME Interface und ein Piston und so und so. Meine Güte. Und jetzt brauchen wir noch einen Import Bus, aber den haben wir. Gut. Und da brauche ich noch ein bisschen ME-Cable. Hä? Wirklich? Ich habe kein ME-Cable mehr? Nur noch ein gelbes. Okay, brauchen wir mal ein bisschen ME-Cable. Das macht ja gar nichts. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. So. Einmal ME-Cable, bitteschön. 9? Fluxdust. So, so. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben kein Nether-Quartz-Dust mehr. Okay, das macht ja nichts. So, mal ein bisschen mehr Kabel. Ich denke mal, wir werden mit der Zeit dieses Kabel schon noch brauchen. Das, ich glaube nicht, dass das jetzt so eine große Verschwendung war. So, wie bringe ich denn das jetzt hier rüber? Ich denke mal, wir gehen von hier. Ja, genau, wir gehen von hier rüber. Das ist eine gute Sache. So, und so. Und so. Naja, das ist jetzt natürlich Quatsch hier. Quatsch, das ist jetzt albern. So, dann haben wir unseren Precision Export Bus. Damit wird definiert, was aus dem Computer rausgeholt wird. Und dann haben wir unseren Basic Import Bus. Das wird wahrscheinlich hässlich aussehen, wenn ich das jetzt so mache, nicht wahr? Ja. Dann machen wir den einfach auf die andere Seite. Weil ich will nicht, dass das so hässlich ist. Das ist wirklich hässlich. So, dann machen wir den Import Bus halt auf die andere Seite. Die Mechanism-Maschinen sind nämlich genauso wie die Maschinen von Thermal Expansion sehr gut zu konfigurieren. Und wir können einfach eingeben, welche Seite was tun soll. Wir wollen oben den Input haben. Das heißt, oben soll rot sein. Oben ist Dark Red. Okay. Und wir haben rechts den Output. Rechts soll blau sein. Okay. Genau so ist es sowieso schon definiert. Wunderbar. Dann holen wir jetzt einmal diese ganzen Sachen, die in die Enrichment Chamber rein sollen. Zum Beispiel Lapis und Redstone und Salpeter und Sulfur. Für Silicon müssen wir uns noch was anderes überlegen, das zeige ich euch aber noch. So, dann kommt hier erstmal Lapis rein und Redstone und das, Stacks of Items und da arbeitet er auch schon. Ach ja, natürlich nicht für lange. Er hat zwar 9 Speed-Upgrades, aber hat keinen Strom. Okay. Kein Strom, das ist aber nur ein sehr kleines Problem. Da machen wir einfach mal so, stemmen wir wieder mal die Wand auf. Ich musste viel Wände aufstemmen in letzter Zeit, das ist ganz furchtbar. Also wirklich, das war hier für viele Stunden eine riesige Baustelle und ich dachte teilweise, ich werde nie fertig oder ich werde irgendwas so dermaßen versauen, dass ich es nicht mehr gefixt bekomme. Aber es hat im Endeffekt doch alles geklappt. Und darauf bin ich ziemlich stolz. Es ist ein eigentlich noch ein einfaches System, aber ich bin stolz darauf, dass es funktioniert. So, so, so und so und so und so. So, und dann wollen wir doch mal gucken, wie schnell der jetzt arbeitet hier. Sehr schnell. Oh, na Donnerwetter, der ist mit Lapis schon fertig. Achso, natürlich, weil kein Lapis mehr im System drin ist. Ha, ja, das ist vielleicht ein Grund. So, jetzt tun wir jetzt einfach wieder alles rein hier. So. Und dann gucken wir mal. Der wird ziemlich schnell arbeiten jetzt mit dem höchsten Speed-Upgrade, das es gibt. Guck dich das mal an. Der verarbeitet es schneller, als das System das importieren kann. Ja, und den Basic Import Bus können wir nicht definieren, dass er Stacks of Items rausziehen soll. Vielleicht sollte man das mal tun. Alter, der ist viel zu schnell. Der ist zu schnell für unser System. Meine Fresse. Kann man den zu zwei Seiten einen Output machen lassen? Geht es? Wir gucken mal, ob das geht. So, dann machen wir es halt hässlich. Oder nee, wir müssen es ja nicht hässlich machen. Ich habe schon eine Idee, wie man das macht. Mann, was war denn das eben? Kleiner Lag. Okay. Also wir wollen auf der linken Seite auch blau haben. Dark Blue. Okay. Und jetzt müssten wir eigentlich hier auch einen Output haben, richtig? Jetzt müsste er eigentlich einen doppelten Output haben. Ja, genau, seht ihr? Seht ihr, jetzt macht er einen doppelten Output. Das geht zumindest etwas schneller. Okay, sehr schön. Also wenn ein Output nicht genug ist, dann machen wir halt zwei Outputs. Gut, wunderbar. Das ist natürlich super. Es geht sehr, sehr schnell jetzt. Kann man nicht anders sagen. Aber hässlich finde ich das immer noch. Es ist
Es ist wirklich hässlich. Na ja, gut, was soll's. Wie hat man mal gesagt, Kunst ist überall schön? Gut, was soll's. Wir haben die Enrichment Chamber gebaut. Lapis, Redstone, Saltpeter haben wir alles abgeschlossen. Silicon haben wir nicht abgeschlossen. Sulfur haben wir abgeschlossen. Okay. Jetzt müssen wir uns was für Silicon überlegen. Denn wir gucken jetzt mal hier nach. Ich habe mir natürlich schon was überlegt. Keine Panik. Wir brauchen eigentlich nur eins, glaube ich. So, Silicon, Use Ore Dictionary. Silicon in Silicon. Es gibt kein Rezept. Man kann Silicon Ore nicht benutzen. Das bedeutet also, wir können Silicon Ore nur auf den Boden stellen und abbauen. Das ist mir aber zu blöd. Ich will jetzt nicht 72 Silicon Ore auf den Boden stellen und abbauen. Da habe ich keine Lust drauf. Das will ich nicht machen. Deshalb bauen wir uns eine Maschine, die das macht. So. Und zwar bauen wir uns ein Autonomous Activator. Komm schon. So wie im Skyblock. Na komm. Okay, ich bin ja geduldig, ne? Ich bin ja geduldig, aber irgendwann... Ach, verdammt, ey. Das ist nur, weil der hier die ganze Zeit importiert und exportiert. Wie wär's, wenn wir den hier ausmachen? So. Dann müsste es eigentlich gehen. Seht ihr schon, geht es. Autonomous Activator. So, was haben wir denn da? Da fehlt wieder mal ein Piston. Vielleicht sollten wir davon mal ein paar hundert bauen und die auf Lager haben. So, ein Autonomous Activator. Gut, der wird einfach mal Dinge für uns platzieren. In der Welt. Den stellen wir von mir aus. Wo stellen wir den jetzt hin? Ja doch, den können wir da hinstellen. Den stellen wir da hin. So. Dann wollen wir den mal ein bisschen drehen hier. So. Dann machen wir seinen Input oben. So. Und dann brauchen wir da einen, einen Export-Bus. Nur einen Export-Bus oder braucht man da einen Precision-Export-Bus? Das weiß ich immer nicht so recht. Das kann ich jetzt nicht so recht sagen. Es könnte sein, dass da ein normaler Export-Bus genügt. Mann, ey, wir brauchen Conversion-Matrixes. Moment, was fehlt denn jetzt? Was fehlt für die Conversion-Matrix? Ein Basic-Processor, och nee. Ah, komm schon. So, zack, 2. Okay. Also, einmal Surtis Quartz Dust schmelzen, bitteschön. Und zwar am besten da drin. So. Furnace only, nicht wahr? Silicon, okay. Gut. Mann, ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Hallo? Achso, ja, jetzt ist es natürlich, jetzt ist es hier aus. So, jetzt aber, nicht wahr? Jetzt aber. So. Gut, jetzt haben wir wieder 14. Das ist doch schon mal was. Machen wir nochmal. Wir bauen erstmal noch ein neues Quartz Cutting Knife. So. Noch eins. Von mir aus 2. So. Und jetzt machen wir davon mal so viel. 20. Ja, von mir aus 20. 20 ist erstmal gut. So. Redstone Furnace ist beschäftigt. Der auch. Meine Güte, was ist denn hier los? So. Gib mir mal das wieder hier und dann schmelz erstmal das. Das ist jetzt erstmal ein bisschen wichtiger. Mann. Ja genau, kann ja da rein. Ha, wunderbar. Perfekt. Machen wir einfach so. Okay. Also, was wollten wir jetzt? Wir wollten einen Export-Bus. Okay, schafft er das jetzt zu durchsuchen oder geht das jetzt wieder nicht? Ja, nee. Wird anscheinend nichts. Gut, ausgeschaltet. Export-Bus. Los, komm schon. Bam, da ist er. So. Also, eine Conversion Matrix, bitteschön. Und dann wollen wir ein ME-Interface bauen. So. Und dann wollen wir ein Piston bauen, schon wieder. Und dann wollen wir so ein Basic Export Bus. Ich weiß nicht, ob das reicht. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. So, Basic Export Bus, genau. Da der Basic Export Bus kann nämlich nur einen einzigen Block definieren, wo der Precision Export Bus 8 definieren kann. So, machen wir jetzt einfach mal, erstmal gucken wir uns den Autonomous Activator an. Der hat hier ein Inventar und hier können wir definieren, ob er Right-Click oder Left-Click machen soll. Wir wollen, dass der die Silicon-Blöcke, die er in seinem Inventar hat, in der Welt platziert. Deshalb müssen wir ihm einen Right-Click machen. Right-Click, Silicon,
Und so. Der müsste jetzt eigentlich... Oh, nee. Wir müssen den anders anschließen. Das geht so nicht, weil der jetzt an diese Essences gekoppelt ist. Okay, das geht also so nicht. Müssen wir anders machen. Gut. Mist. Verdammt, wie kriege ich denn das jetzt hin? Der darf sich also mit dem da oben nicht verbinden. Nee, damit darf er sich nicht verbinden. Verdammt. Wie mache ich denn das jetzt? Es geht nicht. Ich muss einen anderen Platz suchen dafür. Okay, anderer Platz, anderer Platz. Ich brauche 3 Blöcke Platz. Mann, das ist doch jetzt... Das ist jetzt blöd. Das wäre ein perfekter Platz dafür. Gut, dann stellen wir es von mir aus dahin. So, da fällt mir jetzt nichts anderes ein. So, dein Input wollen wir mal nach wie vor oben haben. So, und da kommt der Export-Bus rein. Und da brauchen wir noch mehr Kabel. So, gib mir mal noch mehr ME-Cable. So, System ist an, jawohl. System ist an. Und dann wird der gleich Silicon importieren oder exportieren. Und dieses Silicon dann hinstellen. Platzieren sozusagen. Okay, vielleicht ist auch blau der Input. Genau. So. Der importiert jetzt Silicon und wird versuchen, mit diesem Silicon einen Rechtsklick auszuführen auf dem Block vor ihm. Und das bedeutet, er wird diesen Silicon-Block platzieren. Wenn wir den jetzt abbauen, dann würden wir Silicon rausbekommen. Ich will aber jetzt nicht hier die ganze Zeit stehen und das abbauen. Ich will eine Maschine, die das für mich abbaut. Und dafür machen wir das erstmal wieder aus. Dafür brauchen wir einen Block Breaker. So. Von Mine Factory. Random Things. Ich hätte jetzt gedacht, das ist etwas von Thermal Expansion. Na gut. Bauen wir halt den von Mine Factory Reloaded. Was haben wir denn da? Nicht viel jedenfalls. Plastic Sheets. Haben wir auch nicht. Haben wir denn... überhaupt Rubber. Wie sieht's denn da aus? Haben wir Rubber? Wir müssen ein bisschen Plastik herstellen. Ja, wir haben Rubber. Okay. Und erstmal hier, kommt erstmal da Raw Rubber rein. Und da bekommen wir denn diese Rubber Bars, nicht wahr? Und wenn wir die nochmal schmelzen, dann bekommen wir Raw Plastic und das können wir zu Plastic Sheets verarbeiten. Okay, so ist gut. Modular Power Suits hat auch eine weiße Umrandung. Mann, also das sieht man alles nur in-game. Das ist... Rubber Seeds. Und Rubber Essence, was bekommt man da raus? Rubber Bar. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir uns Rubber Seeds herstellen würden. Ja, müssen wir mal gucken. Ich heb mal 4 auf und dann gucken wir mal, ob wir da Rubber Seeds draus herstellen. Dann können wir schön Rubber bekommen, was wir immer wieder brauchen werden für Sticky Pisten oder wofür auch immer. Ach nee, Rubber Bar kann ich ja nicht mehr zurück zu Raw Rubber machen. Das heißt, da kann ich keine Sticky Pisten draus machen. Das ist natürlich wieder ein Problem. Also nee, das wird nichts bringen. Wir werden uns einfach irgendwann mal Rubber Seeds anpflanzen. Also Rubber Trees anpflanzen. Das bringt ja nichts, wenn wir dieses normale Rubber gar nicht mehr bekommen können. So, Plastic Sheets. Block Breaker. So. Block Breaker, dann haben wir die Plastic Sheets. Machine Frame haben wir. Invar Gear. Wir haben kein Invar. Och nee, komm schon. Wie stellt man denn Invar her? Das war Nickel und Iron. Okay. Also, einmal Iron. So. Und einmal Nickel. Ach nee, einmal Ferrous. So. Okay, und rein in den Alloy Smelter. So. Gut, dann bekommen wir da halt wieder ein bisschen Invar. Meine Güte, dass das jetzt wieder so lange dauert, hätte ich nicht erwartet.